die Turnbewegung. Im 19. Jahrhundert von Turnvater Jahn gestartet, ließ sich auch von zwei Weltkriegen nicht aufhalten. Der Bewegungstrieb liegt in der Natur des Menschen. Am 30. Juli 1949 wurde der Landesturnverband Mittelrhein in Koblenz gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich Dinge gewandelt. Im Ursprung geht es aber um Bewegung und oft auch Ästhetik. Koblenz ist nicht nur der Sitz des Verbandes. Hier in der Sporthalle auf dem Oberwert finden regelmäßig hochklassige Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel Meisterschaften der rhythmischen Sportgymnastik. Mit Seil, Ball, Reifen, Keule und Band begeistern die Athletinnen aus ganz Deutschland, aber auch hier aus dem Verbandsgebiet. Die Freude an der Bewegung zur Musik dominiert. Aber es ist auch ein Wettkampf. Am Ende wollen alle ganz vorne landen. Apropos Meister. Einmal im Jahr lädt der Turnverband Mittelrhein seine Meister in die Zentrale von Lotto Rheinland-Pfalz ein. Es wird gratuliert, applaudiert, gedankt, zurück- und vorausgeblickt. Immer mittendrin statt nur dabei hochrangige Vertreter der Landespolitik. Eine Selbstverständlichkeit. Weil es schafft, die Menschen in einer großen Gemeinschaft zusammenzuführen und für uns Ansprechpartner ist, Ideen, Gedanken weit in die Bevölkerung hineinzutragen. Ermöglicht haben dies diese Ehrenamtlichen. Auf den Gründer Willi Krebs folgten weitere starke Männer, die allesamt für Kontinuität und eine stetige Entwicklung sorgten. Mit Frau Professor Gertalis Schoß war hier auch schon früh eine Frau am Ruder. Sie steuerte, ebenso wie ihre Vorgänger und Nachfolger, den Turnverband stets in die richtige Richtung. Die Vorsitzenden und Präsidenten stehen stellvertretend für zahlreiche verdiente Ehrenamtler. Die Geschäfte wurden zu Beginn ebenfalls ehrenamtlich geführt. Sehr prägend für die Entwicklung waren die 29 Jahre von Lothar Stein. In dieser Zeit wurde an dieser Stelle das Hauptamt eingeführt. Heute sind auf der Geschäftsstelle 9 Angestellte beschäftigt. Den allen darf man nur ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Ohne solche tollen Frauen und Männer wäre kein Staat zu machen. Und ohne die herausragenden Vereine gäbe es nicht Woche für Woche Veranstaltungen und Wettbewerbe, sogar internationale Highlights, wie die Rope-Skipping-Europameisterschaften 2015 in Idar-Oberstein. Weltweit für Aufsehen sorgte diese Goldmedaille von Anna Dobudnadze. Die Trampolinturnerin wurde Olympiasiegerin 2004 in Athen. Weltmeistertitel holte sie auch, dank optimaler Bedingungen beim MTV Bad Kreuznach. Eine eigene Trainingshalle bietet hier die Voraussetzungen, um große Sprünge machen zu können. Professionelle Trainingsbedingungen und Trainer legen die Grundlagen. Leistungssport ist ein unabdingbarer Baustein im Erfolgskonzept eines Verbandes, der Vorbilder braucht und selbst hervorbringt. Die, die vorne wegmarschieren, die Vorbilder sind, die zeigen, was wirklich bis in die Weltspitze hinein an Leistung möglich ist. Das begeistert Jungs und Mädels, die sagen, da will ich auch mal hin. So wie Luca Christ. Der junge Mann vom VfL Lahnstein entschied sich fürs Rhönrad. Und mit diesem Gerät holte er mehrere Jugendweltmeistertitel. Kaum erwachsen war er auch hier bei seiner ersten Weltmeisterschaft erfolgreich. Und Luca Christ hat noch lange nicht fertig. Es kann weiter rund gehen. Jeder erfolgreiche Weg hat einen Anfang. Früh übt sich heißt hier Kinderturnen. Mit der von der Aktion Mensch Stiftung geförderten Maßnahme Regionalliga Inklusion geht der Verband ganzheitlich aufgestellt in die Zukunft. Die Grundlagen werden mit den Übungsleitern in Turnstunden erarbeitet. Um diese wertzuschätzen, gibt es im Turnverband Mittelrhein die Ehrung der Übungsleiter des Jahres. Vereine nominieren ihre Kandidaten und es wird abgestimmt. Auf größtmöglicher Bühne, im Rahmen der Gymmotion, wird vor 4000 Zuschauern geehrt. Gänsehautatmosphäre. Im Vorprogramm dieser seit mehr als 20 Jahren stets ausverkauften Turngala dürfen sich Jahr für Jahr auch Vereine von der Basis präsentieren. Bevor die Weltklasse begeistert. Artisten aus aller Welt sorgen für atemberaubende Momente. Aber auch die deutsche Turnelite findet sich in der Gymmotion immer wieder. Der Turnverband Mittelrhein hat mit seiner Marketing GmbH die Federführung einer jährlichen Tour quer durch die Republik übernommen, die zum 70-Jährigen des Verbandes bereits zum 10. Mal ganz Deutschland begeistert. Das sind viele Weltmeister, das sind Leute
aus verschiedenen Ländern, die die Weltspitze darstellen. Und das ist, denke ich, auch für uns mal ein Highlight, einfach zu sehen, was Körperkultur alles kann. Körperkultur ist aber auch Alltag im Verbandsgeschehen. Damit sich die Übungsleiter in den fast 800 Vereinen stets auf neuestem Stand bewegen, werden reichhaltig Aus- und Fortbildungen angeboten. Dabei hilft die vom Deutschen Turnerbund entwickelte Gymwelt. Ein Begriff, der viel Qualität und Qualität widerspiegelt und ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Trends, Fitness, Aerobik, Gesundheit. Und unter dem Begriff Gymwelt kann man in ganz Deutschland Angebote finden. In Gymwelt Conventions werden Workshops angeboten, die sich stets am Markt orientieren. Trends wie Pilates, Yoga und Antara können Vereine nutzen. Die kommerziellen Anbieter braucht es nicht, wenn es um neue Angebote, Anstöße und Entwicklungen geht. Die Chance für den Turnverband ist, dass wir dadurch auch neue Bevölkerungsgruppen erschließen können. Menschen, die den Turnverband vielleicht nur unter dem Thema Turnen gesehen haben, stellen fest, da geht Gymnastik, da geht Aerobik, da gehen andere Formen. Wir sind sehr offen und möchten damit am Puls der Zeit bleiben. Von Kopf bis Fuß. Bewegung ist Trumpf, auch im hohen Alter. Deshalb gibt es Rollatortraining. Fachtagungen für Mitarbeiter von alten Pflegeeinrichtungen sind eine weitere zeitgemäße Erscheinung im Veranstaltungskalender. Kein anderer Sportfachverband hat solch eine Bandbreite. Der Turnverband verändert sich von Jahr zu Jahr, von Sportangebot zu Sportangebot, von Bedarf und Nachfrage und ist immer up to date und erfasst alles an, was an moderner Entwicklung gibt und schafft es auch immer viele junge Menschen über die Vereine in den Sport, ins Turnen hineinzuführen. Mehr als 135.000 Menschen sind organisiert im TVM, der kraftvoll, ausdauernd und wandelbar daherkommt wie seine Mitglieder. Der Mehrkampf ist eine Sparte, die auch die Flexibilität abbildet. In der Halle wird klassisch geturnt, draußen wird geschwommen, gelaufen, gesprungen und geschleudert. Traditionen leben. Zukunft wird gelebt und kann kommen. Ich wünsche mir, dass unsere vielen Vereine weiterhin mit Spaß und mit einer guten Einstellung dabei sein, dass Herz und Seele zusammenkommen, denn der Sport immer wichtiger wird, nicht nur körperlich, sondern auch als Methode, Solidarität zu lernen und zu leben. Das wissen wir alle in diesen Zeiten. Und so kommt es, dass dieser Verband viele Fans, Freunde und Partner bindet. Einer spricht stellvertretend für alle. Wir sind stolz, dass in jedem Jahr die Meisterehrung hier stattfindet, dass wir einzelne Veranstaltungen unterstützen können. Wir sind ein Unternehmen des Sports und wir sind immer an der Seite der Sportverbände und vor allen Dingen des rheinland-pfälzischen Sports insgesamt. Das hören Sie gerne, die Macher vor Ort. In Koblenz bei der KTV zum Beispiel. Ein Verein, der viele Kräfte bündelt und abbildet und am Ende immer wieder faszinieren kann. Ursprünglich ausdauernd, begeisternd, temporeich, geradeaus und erfolgreich und doch bodenständig. So, wie sich Turnvater Jan das einst ausgemalt hat.